So, dann wollen wir doch mal schauen. Jetzt komme ich mal einen kleinen Moment zu Ihnen, weil ich bräuchte jetzt erstmal einen Schuh. Schönen guten Abend, ich bin der Martin. Hallo, Sie sind der? Boris, ja. Boris, merken Sie sich das gut. Dürfte ich mal kurz Ihren Schuh ausleihen, egal welchen, Boris? Ist eigentlich egal. Also ohne Sie, Boris, der Schuh reicht mir schon aus, weil der Schuh sagt mir ja auch schon sehr viel über Sie aus. Ja? Beispielsweise schwarz, elegant, zeitlos, ja, relativ gerade abgelaufen, das heißt, Sie haben einen geraden Gang. Ja? Ja, auch der Geruch sagt einiges über Sie aus, Boris. Es gibt ja jetzt etwas ganz Besonderes, wenn Sie auch mal ein bisschen Spaß haben wollen. Es gibt ja jetzt eine Humor-Hotline. Die können Sie anrufen, da können Sie sehr viel Spaß haben. Muss ich nur gucken, was ich da drücken muss. So. Wie, was war das jetzt? Ne, das ist da auch schon wieder irgendwas falsch. Moment. Willkommen auf der Line der Sexy Girls. Mit der 1 kannst du gleich mit ihnen zusammen deine erotischen Fantasien ausleben. Nein. Da bin ich jetzt versehentlich auf die Wahlwiederholungstaste gekommen. Nee, jetzt irgendwie. So, aber jetzt. So, ein bisschen lauter machen. So, jetzt hören wir doch mal. Ah, jetzt hier. Hallo und herzlich willkommen bei der Witze- und Gag-Hotline. Sie betreten nun die lustige Welt der Comedy. Für den Ei auf dem Kopf-Gag drücken Sie die 1. Für den Gag mit dem BH drücken Sie die 2. Für den Banane im Gag drücken Sie die 3. Für den Schuhgag drücken Sie bitte die 4. Herzlichen Glückwunsch! Eine ausgezeichnete Wahl. Ja. Der Schuhgag. Lachen und Spaß sind hier garantiert. Denn wir nehmen Humor sehr ernst. Zuerst müssen Sie sich einen Schuh von jemandem leihen. Jemand, der leicht zu hintergehen ist. Boris? Jemand, der Ihnen vertraut. Nennen wir die Person der Einfachheit halber Opfer. Ich meine natürlich die nette, mitmachende Person. Sind Sie soweit? Jawohl. Gut. Des Weiteren benötigen Sie noch ein Glas. Das Opfer, die nette mitmachende Person, sollte von diesem Glas nichts wissen. Denn das ist das Geheimnis für den kommenden Gag. Achten Sie auf eine natürliche Handhaltung. Wenn die nette mitmachende Person gerade nicht zu Ihnen sieht, stecken Sie heimlich das Glas in den Schuh. Während Sie das machen, lenken Sie einfach die nette mitmachende Person irgendwie ab. Boris, da hinten, Justin Bieber, guck mal da oben. Üben Sie diese geheime Handlung immer und immer wieder, bis Sie die Bewegung beherrschen, ohne entdeckt zu werden. Halten Sie den Schuh in Ihrer linken Hand. Ihrer linken Hand. Erzählen Sie der netten mitmachenden Person, dass Sie jetzt etwas Unglaubliches zeigen werden. Boris, ich zeige jetzt etwas Unglaubliches. Jetzt gießen Sie das Getränk mit einem lustigen Grinsen in den Schuh. Wenn Sie fertig sind, sagen Sie Tada! Tada! Überprüfen Sie jetzt den Gesichtsausdruck der netten mitmachenden Person. Sieht er ärgerlich aus? Ja. Dann haben Sie alles richtig gemacht. Genießen Sie mit den anderen Gästen diesen wahnsinnig komischen Moment. Sie haben die Flüssigkeit gar nicht wirklich in den Schuh gegossen. Sie haben diese nämlich in das Glas gegossen, das Sie vorher im Schuh heimlich versteckt haben. Sie erinnern sich bestimmt noch an die Palmage. Bestimmt erinnern Sie sich noch daran. Jetzt ist es Zeit, die Katze aus dem Sack zu lassen. Machen Sie eine magische Handbewegung.